Schaut mal hier, wir machen heute Rippchen vom Drehspieß. Eine Methode, die wir noch nie gemacht haben. Wir sind sehr gespannt, ob die mit normalen Rippchen mithalten können. Und damit moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir gemeinsam Rippchen, aber nicht nur einfach nur Rippchen, sondern Rippchen vom Drehspieß. Hat es bei uns auf dem Kanal noch nie gegeben. Tatsächlich nicht, ne? Und Wahnsinn. Die erste Frage, die wir klären müssen, welche Rippchen eignen sich überhaupt für so eine Methode? Genau, grundsätzlich, wir haben mal ein Rip-Cut-Video gemacht, wo wir euch alle Rippchen-Zuschnitte, die es gibt, vorgestellt haben. Wer sich also mit Rippchen-Zuschnitten noch nicht so auskennt, kann sich das Video gerne angucken, verlinken wir. In dem Fall hier haben wir Baby-Back-Ribs genommen, das heißt Kotelett-Rippchen, das ist ein Stück Rippe aus dem Rücken des Schweins geschnitten, also eher weiter oben als unten. Ist in dem Fall wichtig, weil sie sehr gleichmäßig sind. Ihr seht das hier, hat eine sehr gleichmäßige Form. Nicht so stark gebogene Knochen bzw. kleine Knochen. Und dadurch ist das ideal für einen Drehspieß. Und was noch dazu kommt ist, wenn man einen coolen Metzger hat, so wie wir, der Carsten heißt, der unter uns wohnt. Ja. Und wir ihm sagen, kannst du ein bisschen mehr dran lassen von den Sachen? Also vom Fleisch. Fett, vom Fleisch. Sagt er, ja, dann schneide ich die halt mit Fleischauflage. Und normalerweise würden die hier aufhören, aber bei uns gehen die komplett einmal durch, weil wir eben obendrauf noch richtig schön Fleisch und Fett haben. Gut für uns. Bitte sagt das eurem Metzger, zeigt ihm das Video und sagt, das ist die Referenz, bitte bauen wir das nach. Genau so ist es. Haben wir übrigens beim Rippchen-Cut-Video auch gemacht. Da könnt ihr auch genau sagen, wenn ihr St. Louis-Cut zum Beispiel haben wollt oder Baby-Backs, so sehen sie aus. Genau. Das Ganze ist jetzt hier mit Silberhaut frei. Also hier habe ich gerade eben einfach abgezogen, Löffel drunter. Kennt übrigens man auch. Auch das kann ich gerne nochmal zeigen und möchte es mal betonen. Ich ziehe wirklich dran wie ein Irrer und diese Silberhaut kann man nicht durchtrennen. Die ist sowas von super. Und du bist sehr, sehr stark. Ich bin sehr, sehr stark. Das kommt noch dazu. Ich habe es nicht nur hier, ich habe es auch hier. Also bitte immer wegmachen. Die Silberhaut ist im Mund sehr unangenehm. So ist es. Und ich habe schon mal in der Zwischenzeit die Rippchen gewürzt. Ihr könnt die würzen, so wie ihr Bock drauf habt. Wir werden die auf den Drehspieß zubereiten. Und beim Drehspieß muss man halt gucken, welche Gewürze eignen sich eigentlich. Denn durch das permanente Drehen und die direkte Flamme kann auch viel verbrennen. Der Rub haftet eigentlich ganz gut. Ich denke, das sollte soweit eigentlich hinhauen. Vor allen Dingen ist er recht fein. Ne? Wenn ich jetzt ganz grobe Bestandteile hätte, groben Pfeffer oder so, würde ich sagen, neigt das eher zum Verbrennen. Und wir haben hier auch eine schöne Süße drin, schönen Zuckeranteil und Zucker und Hitze. Wer kennt es? Wir kennen es auf jeden Fall. Zucker karamellisiert. Und das ist immer eine gute Kombination. So ist es übrigens. Magic Smoke ist sowieso eine gute Kombination. Ja. Den haben wir nicht umsonst entwickelt. Ich sage immer, es ist die Alternative zu normalen Magic Dust. So ist es. So, jetzt müssen die noch aufgespießt werden. Ja. Und mein Ziel ist, dass das Ganze ungefähr so irgendwie aussieht. Wie ein S. Eine S-Form. Guck mal hier. Wahnsinn. Ein schönes S. Das ist, Achtung. S steht für Rippchen. Die S-Klasse unter den Rippchen werden wir heute zubereiten. Meine Damen und Herren. Okay. Meine Damen und Herren. Dazu gehe ich also hier durchs Fleisch. Ich muss mir da ein bisschen was zurechtklümmeln. Ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Ne? Aber ich denke, das müsste so. Auch hier ein Profi-Tipp. Wer versucht, durch den Knochen zu stechen, wird wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen. So, ich kann mal vielleicht nebenbei erzählen, was wir uns überhaupt erwarten von so einer Rippchenleiter vom Drehspieß. Und ich könnte mir vorstellen, A, dass sie super kross werden, ne, durch diese direkte Flamme, das permanente Drehen. Das Fett, was im Idealfall außen an der Rippchenleiter entlangläuft, sollte für eine richtig schöne Kruste sorgen. Gleichzeitig Saftigkeit. Ich hoffe, dass sie schön saftig werden. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sie ein bisschen mehr Biss haben als die klassischen Rippchen, die wir so zubereiten mit unserem Butcher Paper. Da werden wir aber, denke ich, am Ende mal so ein Fazit geben und genau darauf eingehen, wo die Unterschiede liegen. Man muss auf jeden Fall mal einen Vergleich ziehen, dass man den auch wirklich hat. Ja. Also wenn das mir gelingt, gelingt das euch auch. Hier würden sogar ohne weiteres noch zwei Leitern drauf passen. Wenn du die weiter staust, hätte noch eine zweite dazu gepasst. Denke ich auch. Und das Coole ist, so kennt man die auch vom Rippchenwagen oder vom Hühnerwagen. Imbisswagen, ne? Da hängen die immer drin und genau die wollen wir heute mal nachzaubern. Ja, mal gucken. Gut, da muss der Spieß nur noch eingehangen werden. Ganz kurz, Setup am Grill. In unserem Fall haben wir einen Heckbrenner. Das heißt, ich nutze diesen Heckbrenner auch. Den habe ich jetzt auf Vollstoff stehen. Den können wir gleich aber durchaus auch nochmal runterregeln, wenn die uns zu schnell braun werden. Mhm. Wer keinen Heckbrenner hat, kann das Ganze auch mit Unterhitze machen. Dann würde ich in dem Fall links und Mitte anmachen, die beiden Brenner, wo sie drüber hängen. Dann habe ich ein bisschen Fettbrand, macht aber eigentlich nichts. Kannst sogar theoretisch eine Schale drunter machen. Genau. Die schirmt auch das zwar ab. Aber am besten ist tatsächlich einfach mit offenen Brennern. Ich würde es einfach offen lassen, die Roste von mir aus rausnehmen, dann habe ich da direkte Hitze, wunderbar. Julian, die Drehrichtung ist natürlich jetzt falsch, das haben wir bewusst so gemacht. Drück nochmal den Startknopf.
Hat's irgendwer von euch gemerkt? Schreibt's in die Kommentare. So, und jetzt dreht es sich richtig rum. Das ist allerdings nur entscheidend, wenn wir einen Heckbrenner nutzen. Wenn ich nur Unterhitze habe, ist die Drehrichtung völlig egal, weil die Hitze von unten kommt. In dem Fall kommt sie aber von hier hinten. Und wenn ich so rumdrehe und hier hinten an der Hitze sozusagen mein Fett schmilzt und austritt, dann läuft das Fett immer entgegengesetzt zur Drehrichtung an den Rippchen runter. Und im Idealfall tropft nicht alles runter, sondern ein Teil durch Oberflächenspannung bleibt auf der Rippchenleiter und dreht sich mit dieser Leiter mit und sorgt für Knusprigkeit und Saftigkeit. Ich drehe jetzt schon durch. Jetzt gibt es noch eine einzige Sache, die wir klären müssen. Nämlich, ist die Methode super cool und sollte man die nachmachen? Oder lohnt es sich vielleicht doch, mehr Zeit zu investieren für Rippchen? Ich kann euch sagen, wir werden es durch einen Geschmackstest nachher prüfen. Und wir haben noch ein kleines Osterei für euch am Ende versteckt. Ihr dürft also sehr gespannt sein. But it's never enough. Baby, give me more, give me more, give me more, give me more, give me more. I ain't never feel full, not at all, not at all, not at all, not at all. Ooh, where's that wonderful rush? I can't get enough. Baby, give me more, give me more, give me more, give me more, give me more. I never feel full, not at all, not at all, not at all, not at all. Ich kann euch mit Freuden verkünden, dass diese wunderschöne Rippchenleiter fertig ist. Yes, und es riecht hier überall auf der gesamten Dachterrasse, riecht es so wie bei dem Hähnchenwagen. Ja. Das ist ja auch mal so ein Faktor, der noch ganz wichtig ist. Also geruchstechnisch Wahnsinn, optisch absolut genial, hat mir schon nach einer Stunde gut gefallen. Apropos eine Stunde, wir haben die nach Gefühl jetzt drehen lassen. Wir haben hier nichts, Alter, geht aber gut durch, ne? Geht aber, also da. Wir haben hier keine Temperatur gemessen oder ähnliches. Die waren jetzt circa 2 Stunden drauf, diese eine Leiter. Macht das ein bisschen nach Auge, wenn sich das Fleisch von den Knochen zurückzieht, dann sind die gut, Alter. Das geht aber durch den TÜV. Gut durch. Ey, Wahnsinn. Das geht aber gut durch den TÜV. Wir haben übrigens keinerlei Rauch dran, ne? Man hätte die natürlich auch, während die sich drehen, räuchern können, aber diese... Guck mal. Oh, sieht sehr saftig aus, ne? Diese Imbisswagenrippchen haben in der Regel auch keinen Rauch dran, ne? Das hätte man aber natürlich machen können, wenn man das möchte. Wir haben jetzt hier ein bisschen Barbecue so zum Eintunken, so zerstören wir uns die Kruste nicht. Und ich habe euch ja versprochen, es gibt ein Osterei in diesem Video. Und wer bis hierhin geguckt hat, wird davon auch natürlich erfahren. Und zwar gibt es unser Rippchen-Set im Angebot. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will das nochmal nachmachen und ich habe vielleicht auch Bock, das nochmal anders zu testen, nämlich mit Butcherpaper, gibt es ein Paket bei uns, das besteht aus unserer Burger-Dip-Soße, dem Gewürz und dem Butcherpaper. Und das knallen wir richtig raus. Jetzt über Ostern, alles dazu auch unten in der Infobox, nur dass ihr mal gehört habt. Wir belohnen ja alle, die auch immer lange dranbleiben am Video, weißt du? Ja, guck mal, wie saftig die Dinger sind. Und wir haben vorhin mal gesagt, wir wollen die Frage klären, ob sich diese Zubereitungsmethode lohnt mit dem Drehspieß, ja oder nein. Und ich kann es euch beantworten. Gleich sagen, ja. Alter, Okay, also, das ist krass. Okay, das würde ich krass. Wer es noch nie gemacht hat, sollte es mal machen. Wir haben eine tolle Kruste, die sind tatsächlich super zart. Ein bisschen mehr Biss haben sie als Butcherpaper, ne? Aber sind super zart geworden, super saftig, geschmacklich, astrein. Mir fehlt auch der Rauch nicht, ja. Mir fehlt auch der Rauch nicht. Also kann man definitiv so machen. Kann man so machen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das schon mal gemacht habt oder ob ihr das irgendwie uncool findet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sind raus. Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Bis demnächst. Tschüss. Alex, das ist genau dein Ding. Die haben richtig angenehm Biss, ne?